So. Na, ich nehme. Dann ziehe ich ihn mal weg. Wenn er das nämlich erkennt, dass das eine Falle ist. Habe ich eigentlich Giftresistenz? Nö, ne? Keiner von euch irgendwie so ein Zauber. Ich kann selbst Gift zaubern. Ich habe noch keinen mit Giftresistenz. Schlicht. Careful now. That's a trap. Wie machen wir das denn am besten? Könnte ich auch kurzzeitig das mit Feuer löschen? Dann habe ich allerdings die Kiste kaputt gemacht. Das ist aber vielleicht nicht ganz so schlimm. Schnell die da draufstellen. So. Damit haben wir jetzt das Ding abgedeckt, wo sich gleich sonst wieder eine neue Giftwolke formiert hätte. Und wir sind über die Druckplatte, um die Druckplatte drumherum gelaufen. Und haben damit verhindert, dass irgendwer Aua kriegt. Den blöden Zahn kannst du behalten. Und die anderen können jetzt eigentlich auch wieder hier reinkommen. Die ist auch verschlossen. So, gab es für die einen Schlüssel? Vermutlich nicht. Öffnen wir erstmal. Bitte nicht drauf. Ja, super Leute. Ganz klasse. Jetzt geht die Kiste von selbst wahrscheinlich. Normalerweise laufen die ganz gut um solche Fallen drumherum, wenn mal ein Mitglied in der Gruppe das erkannt hat. Aber jetzt komme ich natürlich wieder nicht an die Truhe ran. Den ganzen Scheiß nochmal machen. Und die ganzen. Die Geiß. Mach erstmal die Kiste auf. Okay. Nee. Kein Schlüssel hier sonst. Dann machen wir das halt nochmal. Mal kurzzeitig das, die Giftwolke entfernen. Ganz schnell mal die Kiste da schnappen. Komm, da drauf, da drauf, da drauf. So. Und dann machen wir das einfach kaputt. Kann ich eigentlich auch. Könnte ich auch mal. Bevor ich meinen Stab total kaputt mache. Na, das. Wie sieht er denn aus? 45 Haltbarkeit von 60. Kann ich schon reparieren? Ich habe, glaube ich, keinen. Nee, ich habe nichts zum Reparieren. Ich sollte also wirklich gucken, dass der weiter. Dauert zwar, glaube ich, ein bisschen länger, wenn ich es mit dem Zauber mache. Aber mir geht sonst mein Zauberstab kaputt. Vielleicht ein bisschen Feuer noch. 19 Schaden gemacht. Das macht 10, nehme ich wieder das Feuer. Wir kriegen das Ding schon klein. Die Mandora könnte vielleicht auch helfen mit ihrem Schwert. Das sollte doch ordentlich Schaden machen. Ja. Gut, danke schön. Damit haben wir ein Gemälde eines Hahns, eine Schriftrolle der Wiederbelebung, die können wir gut gebrauchen, und eine Lederrüstung, die ich noch identifizieren muss. Rüstungswert 10, Gewandtheit 7.
Das schicken wir an die Kali, das schicke ich mal an die Kali. Ich nehme sie halt so als Hauptcharakter, der handelt, deswegen kriegt sie den Kram, den ich verkaufen will. Blocken braucht auch keiner. Alle Zweihandwaffen. Rüstungsset 16, Stärke 7. Behalte ich mal. Den Rucksack kriegt auch sie. Diese Rucksäcke kann man benutzen, kann man zum Beispiel ganze Zutaten oder sowas reintun. Also alles, was man jetzt nicht direkt im Inventar haben möchte. Das werden wir früher oder später noch nutzen. Ich könnte zum Beispiel das Tagebuch da reintun. Das brauche ich nicht mehr. Und den Zettel und ich tue mal das Mehl da rein. Okay. Dann, ja, das ist doch schön. Nehmen wir doch die Rüstung. Die kann sie benutzen. Rüstungswert 10, Körperstärkung plus 1, Feuer- und Giftresistenz. Hört sich sehr gut an. So, und jetzt bitte hier um die Falle drumherum wieder rausgehen. Sehr gut. Und man sieht auch jetzt, dass sie eine andere Rüstung anhat. So, damit sind wir eigentlich erstmal mit der Taverne fertig. Und jetzt geht's wirklich Richtung Hauptquartier der Legion. Mel! The fear stench of frightened source goblin. Actually, I think that's only one. Da sitzt übrigens eine Dame im Bad. Und da haben wir den zweiten Teleportstein von diesem hier. Das ist eine Teleporter-Pyramide. Benutzen. Tada! Und dann sind wir nämlich beim Gegenstück. In der Rathaustoilette gelandet, wo die Dame gerade ein Schaumbad nimmt. Das ist die Cecilia. Bei den Göttern, was ist hier los? Zuerst muss ich einen gestörten Impf verscheuchen und nun steht ein vollkommen Fremder in meinem Badezimmer. Raus hier! Hier ist wohl etwas ein wenig schief gelaufen. Kann ich morgen eine Geschichte zum Besten geben? Entschuldigt, meine Dame, ich bin mit einer magischen Pyramide gereist und wusste nicht, wo ich landen würde. Genau genommen wusste ich sehr genau, wo ich landen würde. Probieren das mal als Antwort. Sie hat Argumentieren 8. Das werde ich haushoch verlieren. Hey, was nehme ich denn? Was ist das? Eine magische Pyramide. Wohl eher eine frivole und unzüchtige Magie. Verlasst mein Haus, bevor die Götter euch für eure abartigen Verhalten bestrafen. Now, if you please. This room is private. Ja, ja. Und die stänkert jetzt ziemlich rum, deswegen raus hier. Don't just stand there. Go. Oh, warte. Die Pyramide will ich noch mitnehmen. Ins Inventar ziehen. What are you still doing here? Be gone. Ja, klar. Ich bin aber dafür gekommen und das möchte ich gerade noch schnell mitnehmen. Ich hau schon ab. Hä? So. Ich mache die Tür wieder zu. Hä? Zu, nicht auf, Leute. Raus. Zu. So. Wir sind ja anständige Quellenleger.
So, jetzt haben wir nämlich die Pyramide und die brauchen wir später mal. Da kann man sich halt dann immer so ein bisschen teleportieren, solange man das halt irgendwie erreichen kann und die eine Pyramide halt irgendwo hinstellen kann. So, ich kann mal gucken. Da oben ist, glaube ich, die Schmiede. Da ist der Friedhof. Da kommen wir auch noch hin. Das ist nämlich der Jake-Graben. Dann haben wir hier den Wegpunkt. Und hier geht's Richtung Legion. Und das, ach, das ist die Kantine. Da will ich jetzt gerade eigentlich nicht rein. Ich glaube, da geht's lang. Ja. Das ist nämlich jetzt das Hauptquartier der Legion. Und da spreche ich jetzt wieder mal mit dem Hauptmann. Hallöchen. Greetings. Was haben wir denn hier? Einen sogenannten Quellnieger? Hm? Ha, erledigt eure Angelegenheit hier in Syceel, aber sorgt für keinen Ärger und kommt der Legion nicht in die Quere. Habt ihr verstanden? Ich habe genug um die Ohren mit den Erkundungen in feindlichem Gebiet. Lasst uns über Jakes Ermordung sprechen. Bei den Göttern irgendein Politiker segnet das Zeitliche und alle Tränen durch. Lächerlich. Ich habe diesem Möchtegern-Zauberer Ahu gesagt, er soll die Sache auf sich beruhen lassen, aber er musste sich an die Quellenjäger wenden. Verdammte Zauberer. Sie sehen um Dreck und denken, er steckt Quellenmagie dahinter. Dennoch möchte er auf dem Laufenden bleiben und wir sollen ihm helfen. Der Tatort ist drüben im Gasthaus, den haben wir auch schon gesehen. Und wir haben jetzt seine Erlaubnis. Dankeschön. Was Jakes Frau Esmeralda betrifft. Okay. Ich gehe gerade mal alles kurz durch, damit wir unsere Quest aktualisiert bekommen. Ach ja, ich habe noch Seeleute, die Arbeit suchen. Der braucht aber nur Soldaten. Was den Leuchtturm betrifft, was den Grabhügel angeht, lasst uns über die alte Kirche sprechen. Weitere Fragen? Also wie ihr seht, man kann so viel machen und ich wäre dann eigentlich die ganze Zeit jetzt nur 10 Folgen lang am Vorlesen, deswegen klicke ich das halt so schnell durch und gucke halt, dass ich halt bei der Hauptquest immer mal die Sachen lese, aber bei den anderen nicht so. Oder da, wo es halt schnell geht, werde ich hier und da was lesen. So. Bye. Und dann gucken wir jetzt nämlich einfach, wir haben nämlich jetzt hier, ihr blinkt alles 1000 Updates und Sachen. Aureus sagte uns, wir sollen den Tatort in der Taverne untersuchen und da waren wir auch kurz schon und da können wir jetzt dann gleich reingehen. Dann gibt's ja diese Untotenplage, da hat uns, ich glaube der Ahus oder wie der heißt, also der Marke hat uns da schon von erzählt. Und wir sollen halt die Quelle der Untotenplage finden. Der Angstpakt. Aureus informierte uns über eine Expedition der Legion zum Leuchtturm, von dem erzählt wird, dass er von Geistern heimgesucht wird. Seine Leute sind noch nicht zurück und er möchte den Grund dafür wissen. Also, das heißt, wir werden bei Gelegenheit zu einem Leuchtturm gehen. Und dann haben wir noch einen vermissten Archäologen, der zu den Grabhügeln nördlich der Stadt gewandert ist und halt auch noch nicht zurückgekommen ist. Das heißt, sobald wir uns außerhalb der Stadt bewegen, werden wir uns eine der nächsten Sachen, die wir wahrscheinlich machen werden. Und Aureus informierte uns über eine Expedition von Legionären zur alten Kirche in Syceel. Die Legionäre sind schon vor geraumer Zeit aufgebrochen und Aureus weiß nicht, was aus ihnen geworden ist. Doch die müssen wir dann suchen. Ja, ganz viele Quests und das werden auch noch mehr. Und während wir halt so die Gegend erkunden, werden wir nach und nach halt die Quests zu lösen.
halt nicht so, dass man so eins, zwei hat und die dann einfach macht, sondern ja, muss immer so einiges ansammeln und nach dann lösen. So, da ist übrigens der Ahu diesmal in seiner Katzenform. Der hat einen Haufen Zeug hier rumstehen, was ich aber alles nicht mitnehmen kann. Und eine Setzimmermaschine. Willkommen in meiner bescheidenen Werkstatt. Da die Katze jetzt aus dem Sack ist, was kann ich für euch tun? Magst du etwas über dich erzählen? Wer oder was bist du eigentlich? Also, Zauberer und Beschützer von Mensch und Tier. Mein Körper ist wie jeder andere dem Verfall ausgesetzt, aber mein Geist ist ein Lichtfunk aus der Ewigen... Ja, natürlich. Ihr könnt also die Gestalt einer Katze annehmen. Und das ist auch praktisch. Aber bei Nacht draußen zu sein, auf leisen Pfoten umherzuschleichen und zu jagen, nur dem Mond als Zeugen, ihr könnt euch unmöglich diesen Nervenkitzel vorstellen. Aber ist es nicht gefährlich? Lasst uns über Quellenjägergeschäfte reden. Irgendwas noch zu Drakes Ermordung? Was ist denn in der Mordnacht geschehen? Ich kann nur ein paar Happen aus der Gerüchteküche zu eurer enttäuschenden Mahlzeit zusammenstellen. Okay. Der Tavernenfuzzi hat uns ja eigentlich schon einiges gesagt. Dazu, was er gesehen hat. Also er bestätigt erst nochmal Mann und Frau, beide verschleiert. Danach Lärm und ja, Donnern wie bei Magie. Und dann war er tot. Irgendwas über die Untoten. Über das Problem. Okay. Das heißt, wir haben jetzt nur den Mord nochmal ein bisschen abgedatet. Was wir aber eigentlich auch schon mehr oder weniger wussten. Ich kann mal gucken. Und er hat Erd- und Feuermagie-Sachen zu verkaufen. Ich kann mal schauen. Was markant denn eigentlich dein Stab? Wasser 7 bis 18. Ach, der hat so ein Mörser und Stöße. Ja. Gib mal her. Ich tausche gegen was zu trinken. Da. Und einen Fisch. Ich brauche eigentlich nicht so viel zu essen. Ich nehme meistens Tränke, wenn ich meinen Energie auffülle. Ach, so ein Schmiedehammer sollten wir definitiv eigentlich auch nehmen. Da muss ich ihm sogar wahrscheinlich noch ein bisschen mehr verkaufen. Sonst mein... Ach ja, genau, hier, Bilder. Nimm meine Bilder. So viel brauche ich auch wieder nicht. Wo sind wir denn jetzt? Man muss halt immer gucken, also das kostet jetzt das kostet 354 und wir bieten gerade 260. Wenn ich jetzt ein Bild dazu lege, wird's halt schnell zu viel und so viel kann er mir nicht geben, weil er nur noch 59 Gold übrig hat. Schau mal, das kostet nur 109, das Bild. Damit kriegen wir genau das. Okay, passt. Da muss man voll aufpassen. Ist mir auch schon passiert, dass ich dann irgendwie zu wenig verlangt habe. So, da muss ich gerade mal gucken, kann irgendwer schon schmieden? Schmieden 1, ja. Kali kann schmieden, das ist gut. Können wir unsere Waffen reparieren. Warte mal, am besten mache ich das so. Kann ich mir ihr Inventar bitte? So.
Wie sieht's denn bei dir aus? Das geht doch. So, und die Mandora möchte reden. Seht, ich stecke meine Nase nicht gern in Angelegenheiten, die mich nichts angehen, aber wer hatte die idiotische Idee, einen Zauberer mit zu beauftragen, die dunkle Magie in Cycile zu bekämpfen? Man könnte genauso gut einen Hai dazu einladen, kleine Fische zu beschützen. Ich weiß, das ist eine Art, liebend gern die fetten Finger in die natürliche Ordnung steckt. Es würde mich ungefähr so sehr überraschen wie ein Sack Kartoffeln, wenn ich herausfinden würde, dass Ahu selbst ein Quellenmagier ist. Ahu nur aufgrund dessen als Bösewicht einzuschätzen, weil er ein Zauberer ist. So ein Chauvinismus hat in unserer Gruppe keinen Platz. Ist halt die Frage, ob ich sie gleich so angehen will. Besonders, wir haben einen Magier selbst in unserer Gruppe. Ich sag ja nur, na gut. Was sagt denn Hamish dazu? Ich würde mal sagen, er stellt sich... Er kämpft ja selbst mit Magie, deswegen sage ich, er stellt sich auf die Seite des Magiers. In der Tat, für die Zukunft, Madora, habt ihr unsere Erlaubnis, eure maßlose voreingenommenen Ansichten für euch zu behalten. Na hoppla, die alte Madora hat die Klapperschlange wirklich aufgeweckt. Ihr könntet recht haben, dass mein Eifer voreilig ist, aber während meiner Zeit an der Nordakademie hatten wir drei Prinzipien. Loyalität, Wachsamkeit und Gründlichkeit. Ich bin mir außerdem sicher, ich kann ein paar Dinge von euch Jungspunden lernen. Ihr mit eurer, wie heißt das, fängt mit B an, Besonnenheit, genau so ist das. Ja, also, ich wollte gerade sagen, wir müssen immer noch reden, nein. Wo ist eigentlich... Ach, der steht hinter der Säule. Okay, sehr schön. Schmeiße ich hier mal wieder ein Speichern rein und dann gehen wir uns das... den Tatort jetzt nochmal angucken, weil jetzt wird uns der Legionär reinlassen, da wir ja nun die Erlaubnis haben. Und wir könnten eigentlich gerade mal hier die Kochstation nutzen. Schmeißen wir da mal ein bisschen was zu essen rein. Ins Witzige ist, aus Fleisch und Makrelen beides solches Abendessen wird. Ich glaube, den Käse kann ich da nicht mehr. Orange. Okay. Und dann, weg. Kriegt da die Madora ein bisschen was von. Okay. Bei Gelegenheit, wir können vielleicht gerade nochmal schnell zum Marktplatz. Marktplatz, Marktplatz, da ist der Marktplatz. Die Bilder verkaufen. Das sind andere Sachen, die ich nicht haben möchte. Was möchte ich denn nicht haben? Ich glaube, die Robe kann ich jetzt verkaufen. Genau, das Schild und eigentlich auch die Rüstung. So, mein Lieblingskunsthändler Jerome. Kriegst meine Bilder. Frisch geklaut. Sehr schön. Und bei dir... Ach, du hast kein Geld. Wieso hast du kein Geld? Ich glaube, die Verschändlerin hat immer Geld. What do you want? Ja, du hast Geld. Dann kriegst du das da und das da und das da und das da. Ups. And stay gone. Die kann uns übrigens nicht leiden. Warum wohl? So. Dann werden wir gerade mal noch den Knochen da zermalmen. Kann ich das eigentlich nicht? Okay.
Ach ja, das Sternstaub kann ich da draus machen. Das heißt, wir haben jetzt einmal Sternstaub, einmal Knochenstaub. Das müsste eigentlich Feenstaub geben. Gut. Dann kann ich sonst noch irgendwas machen. Nein. Glaub nicht. Der Käseverkäufer. Ach ja. So, dann lass uns mal da rein. Oder wisst ihr was? Ich mache erstmal eine Aufnahmepause. Und dann schauen wir uns beim nächsten Mal den Tatort genauer an. Dafür werden wir uns nämlich ein bisschen Zeit nehmen. Und ihr seht ja auch diesen Sternstein hier. Da könnt ihr euch vielleicht auch denken, was als nächstes passiert. Wir sind ja schon mal in die Nähe von so einem Ding gekommen. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.